Unser Planet hat eine Menge Probleme. Umweltverschmutzung, Überbevölkerung, globale Erwärmung. Und gerade als wir dachten, es könnte nicht schlimmer kommen, Zombies. Ich bin einer der letzten Nicht-Zombies. Das bin ich in meiner Heimatstadt. Ich weiß, sieht echt übel aus, aber hier war schon immer tote Hose. Ich habe bisher überlebt, weil ich mich an die 47 Überlebensregeln für Zombieland gehalten habe. Regel Nummer 8, Fitness. Zombies führen einen sehr aktiven Lebensstil. Solltest du auch. Und Regel 37, selbst mit den Hosen unten, immer die Knarre hochhalten. Und dann natürlich Regel Nummer 1. Such dir einen knallharten Partner. Wie ist dein Name? Tallahassee. Meine Mutter hat mir immer gesagt, irgendwann bist du in irgendwas gut. Ich glaube nicht, dass sie bei irgendwas an Zombies töten gedacht hat. Was denkst du, Zombie-Killer der Woche? Tja, der Titel ging diese Woche schon an Miss Cynthia Knickerbocker. Das Beste daran, einer der letzten Überlebenden auf der Welt zu sein, ist, dass Frauen plötzlich dich abschleppen. Wo fahrten ihr hin? Kalifornien. Da gibt's keine Zombies. Klar. Steht deine Schwester auf einem bestimmten Typ oder so? Sie steht eher auf die harten Jungs. Auf harte Jungs, ja. Mhm. Cool. Zombieland.